Servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, ich bin heute wieder mal unterwegs. Nein, nicht wie immer eigentlich. Aber heute nicht extrem viel geplant. Also wieder mal wirklich extrem leicht Gepäck dabei. Wie ihr am Eingangsbild erkennen konntet. Ich bin in Kanunturm unterwegs und ich werde mich heute auch ziemlich auf Wanderwegen begeben. Also heute mal nichts quer durch den Wald. Habe auch nichts vor. Jetzt möchte ich nur mal zu den schönen großen Teich da hinter mir wieder hinschauen. Da waren wir schon öfters und dann ein bisschen so den Donau herumstrabanzen. Also, wenn ihr dabei sein wollt, gehen wir's an. Ja, leider absolut ruhig hier. Kein Tier zu sehen. Es ist extrem viel Wasser. Ich stehe hier auf dem Überlauf, das hört man auch rauschen. Und hier herüben kommt er heraus und läuft dann schön langsam wahrscheinlich bis zum Donau oder Nebenarm auf alle Fälle. Ja, ich hätte mir jetzt hier mehr erhofft, mehr Tiere zu sehen, aber ja, was soll's. Ja, ich bin jetzt am Weg hier nach unten. Wie gesagt, hauptsächlich laufe ich heute Wege. Eigentlich nur ein bisschen zum Beine vertreten, aber schaut euch mal das Ambiente an. Also, ist das geil oder ist das geil? Wahnsinn. Ich stehe auf meine Gegend. Jo, weiter. Ja, und dort über den Steg sind wir auch schon ein paar Mal drüber gelaufen. Da geht es runter zur Donau. Aber wir bleiben heute mal auf der herüberen Seite und schauen da mal weiter. Absolut super hier. Komplett still. Ja, und was sehe ich da? Ein gefährliches Tier. Was ist das? Ah, das erste Donaukrokodil. Schnell weg hier. Ja, Freunde, sollte einer von euch schon reif für die Insel sein, hier wäre eine. Zwar klein, aber oho. Ja, hier ist der nächste Steg mit Überlauf. Das schauen wir uns einmal schnell an, aber wir gehen dann da weiter. Ja, und anhand des Treibguts, das hier in den Sträuchern hängt, kann man sich jetzt gut vorstellen, wie hoch das Wasser war. Ja, hier ist ganz schön Strömung, hier ist was los. Ja, ich befinde mich jetzt schon am Rückweg und werde aber noch schauen, dass ich irgendwo ein Plätzchen für ein Käfchen finde. Das muss schon sein. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Der Weg ist nicht auf der Karte verzeichnet. Ja, lassen wir uns überraschen. Hängeseilbrücke. Urgeil. Ja, es hilft auch nichts, über die Hängeseilbrücke komme ich nicht mehr drüber. Die Zeiten sind vorbei. Ja, vielleicht wenn eine Leiter dort gewesen wäre, aber an den Seilen hochklettern mag ich nicht. Ja, einfach wieder retour, was so ist. Ja, da vorne der umgestürzte Baum, der bietet sich an als kleine Käfchenpause. Ja. Nimmer.
Ja, mir ist auch etwas warm. Mal die Jacke ausziehen. So, jetzt gibt es einmal ein flottes Käfchen. Ja, ich habe heute wirklich nur mein Minimalset dabei. Auch einen kleinen Trichter habe ich schon organisiert zum Zurückleeren. Ja, habe auch nur einen kleinen Ethanolbehälter dabei. Diesmal wieder mein Potstand mit. So, das sollte auch schon reichen. Ja, heute ist auch wärmer. Da sind wir noch schneller. Und auch die Jets sind schon da. Wie gesagt, das Teil ist gewaltig. So, ein Aufsatz noch drauf. Und schon kann man das Wasser rein. Dann habe ich auch noch so einen Botgripper, den hat mir auch der Bastian von Military Basics mitgegeben. Ah, nicht schlecht. Ja, ich habe heute den 600 ml Faltbecher dabei. Da passt das zwar nicht so optimal, aber hier am Rand geht das schon, muss man halt ein bisschen beim Reinleeren aufpassen, aber das ist schon okay. Wasser ist auch bald so weit. Ja, mein Wasser brudelt. So, jetzt werden wir den mal löschen schnell. Und aus ist er. Ja, das ist der Vorteil von Titan, das kann man halt auch eingreifen, wenn es doch etwas heiß ist. So. Rein mit dem Käfchen. Ja, das funktioniert schon. Ja, mit dem kleinen Trichter kann man das jetzt natürlich noch gescheiter zurücklehren. Und den restlichen, was noch drinnen ist, lasse ich ganz einfach ausbrennen. Und das passt. Dann lassen wir fertig brennen. So. Ja, Käfchen ist auch schon in der Zwischenzeit soweit. Herrlich. Natürlich wieder etwas aufgehellt mit diesmal Kaffeeweißer dabei. Ja, Freunde, und in dem Sinn wünsche ich mal wieder an alle Prösterchen. Ja, das ist schon eine andere Nummer, der Kaffee. Herrlich. Ja, es wird auch in der Zwischenzeit kühler. Ja, wir haben 16 Uhr. Ja, in 40 Minuten geht die Sonne unter. Ja, ich trinke jetzt mein Käfchen noch in aller Gemütsruhe aus. Alles zusammenpacken und dann geht's wieder zurück zum Auto. Ja, Käfchen ist leer. Und jetzt packen wir zusammen. Und es geht ab nach Hause. Es ist etwas Wind, kommt jetzt auch. Ja. Ja. Jetzt mal wieder zusammen. Und hier hängt noch sein Futterautomat. Ja. Brutal in den Baum geschraubt.
Ist ja wurscht. Ist ja nur ein Baum. In der Zwischenzeit bin ich schon wieder fast zurück. Hier auch noch das Schloss vom Grafen. Ja, vielleicht sollte ich hier mal einziehen. Dann hätte ich nicht so weit hier in die Donau. Wurde erst teilweise die Türmchen neu renoviert. Ja, weiter geht's. Ja, die Sonne ist untergegangen. Sieht man auch am Horizont noch schön rot. Und hier grasen noch die Haflinger vom Grafen. Die lassen sich schmecken. Und hier stehen auch noch einmal zwei. Jo, Freunde, und mit den herrlichen Bildern da im Hintergrund möchte ich mich auch gleich wieder von euch verabschieden, bevor es noch ganz finster wird. Ich habe noch 500 Meter, dann bin ich bei der Droschke. Wie immer, danke fürs Mitlaufen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und man sieht sich. Und in dem Sinn, servus die Malen und pfiat euch die Buben.